So, weiter geht's. Wir werden bewundert, oh mein Gott. Danke fürs Update, ihr seid die Besten, sehr gerne. Oh, du Arsch. Mein Gott, ey. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Hallöchen, Ionia. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Oh, daran kann ich mich auch erinnern bei Gronkh. Hat ihr Zlatko eigentlich, habt ihr bei Zlatko, nee, wir haben einen Kurzschluss verursacht. Und dann konnten wir uns befreien von diesem Maschinendings da. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten. Der Schiefer hat auf einmal echt voll der Penner, ja. Ich bin froh, dass wir den getötet haben. Was anderes hätte ich auch nicht akzeptiert. Gelang in den 47. Stopp. Bitte an der Rezeption um Zugang. Na gut. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns einfach durchlassen, aber... Huch. Ach so, das ist ein Hologramm von dem Gebäude. Ey, das ist ja nice. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Hä? Ach, okay, weil da ein Mensch dabei ist. Die soll abgelenkt werden mit... Ah, okay. Tochter? Oh, bestimmt können wir irgendwie einen Anruf machen, dass mit der irgendwas los ist. Elizabeth Wilson. 1999. Alter Schwede. Parkausweis und... Water Service Interruption. Okay. Ihre Adresse. Und... Smartwatch. Okay. Können wir die jetzt irgendwie vielleicht anrufen? Ja, nice. Elizabeth Wilson, hallo. Parkplatz, Schule, Feuerwehr. Schule. Hier ist die St. Rose Schule, ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. So, jetzt ich können wir gehen. Einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Hä, was hat er denn jetzt für einen Ausweis geholt? Ich brauche Ihre Hilfe. Hä, kann er jetzt einfach irgendwas bei ihr hochladen? Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Die ist auch sehr hübsch, die Rezeptionistin, muss ich sagen. Ey, und warum ist hier schon wieder ein Schloss? Aber wahrscheinlich habe ich das einfach nicht freigeschaltet. Hä? Dachte, ich kann einfach durchgehen. Hä? Lass mich doch auch durch! Ah, okay. Ach so, oh lol. Das war einfach, benutze den Aufzug. Ey, voll nice, wenn die Fernseher irgendwann mal so dünn sind.
Ihr wart schon im Eden Club, yes. Und wir haben die beiden Girls entkommen lassen. Es ist so creepy, dass er für den Anruf die Lippen bewegt. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich finde das Paket in der Herrentoilette. Okay, können wir in alle Richtungen gehen? Ja, oder? You are here. Exit, Studio, Server Room, Man's Bathroom. Okay, da müssen wir einfach nur hinten in den mittleren Raum. Können wir uns hier noch irgendwie was anderes anschauen? Okay. Ich glaube, man kann nur reinschauen, oder? Hier war doch noch... Ah, da. L. Okay, hier sind viele Leute. So, Meeting Rooms. Ach krass, dass wir denn diese Kameraperspektive haben. So, das müsste doch Männer sein, oder? Jo. Huch. Aha, das Grüne. Ey, das ist ja nice. Ich hoffe, das gibt es irgendwann mal echt. So, dann weiß man direkt, wo man rein kann und wo nicht. Das ist richtig sexy. Das ist auch gar nicht mal so schwer. Mit bisschen Licht und so. Herr, wer hat denn das Paket da jetzt abgelegt? Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. Okay, da muss doch jetzt jemand raus. Ja, ich wollte schon sagen. Ist er jetzt frei? Können wir hier noch irgendwas machen? Leider nicht. Wurde auch nicht gezeigt. Das Netzwerk ist größer, als man sieht. Ah, okay, okay. Wurde durch die Rezeptionistin Android-Dame? Ah, ja, gut. Das kann sein. Verlasse die Toilette. Und jetzt... Oder den Wartungs-Androiden. Der muss ja so aussehen wie wir, oder? Der ist doch eben mit seinem Hausmeister-Kit rumgelaufen. So. Kann ich das nehmen und schieben? Dass ich irgendwie unauffällig aussehe? Nö. Okay, das ist der Wischbot. Server Room müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Ja, wir gehen auch sehr unauffällig, ne? Okay, das sind jetzt keine Leute, die wir brauchen. Ah, warte mal, hier ist irgendwas. Schon wieder sowas zum Le... Nö. Nein. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Und koordiniert hin und her laufen ist sehr unauffällig, ja, ne? Finde ich auch. Okay. Hier ist das Filmstudio. Newsroom. Ich dachte gerade eben, das wäre der Typ gewesen, der die gleichen Klamotten anhat wie wir jetzt gerade eben. Da steht er ja auch. Ich brauche deine Hilfe. Herr, red doch nicht. Sag ihm das doch mit deinem Scan. Das hört man doch. Ah, lol. So, und wir müssen jetzt den Notausgang öffnen. Wo war der?
Das war, glaube ich, ich glaube, hinten rechts in der Ecke. Ihr merkt, da geht einer einfach so durch das Ding. Hi Pingu, schön, dass du da bist. Machst du immer so lange Sessions? Das war ein Subgoal, dass wir das Spiel durchspielen. Also, wenn es, wenn ich mich quasi dazu verpflichte, dann natürlich. Sehr unauffällig, wenn die das genau in der Kamera machen. Folge North. Ja, natürlich folgen wir unserer North. Moment, ich gucke aber erstmal, was ihr geschrieben habt. Nur weil es maximalen Support gibt. True. Also wie es halt auch im Titel steht. Wir spielen das Spiel halt wirklich, bis wir das durchgespielt haben. Wartung, wir haben hier einen defekten Androiden. Ja, eben. So, let's go. Voll, was war geil konkret? Na, hä, na klar. So. Wo willst du hin, meine Süße? Mist. Wir brauchen Zugang zum Server. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Locke die Wachen von der Tür weg. Können wir die ansprechen? Nee. Ah, irgendwas kaputt machen. Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Ja, müssen sich nicht die Wartungsleute um sowas kümmern? Und nicht die Sicherheitsleute? Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür, es darf keiner reinkommen. Ey, nicht, dass das gleich hier irgendwie wild wird. So. Hä? Ich soll doch... Ach so, ich muss ja erstmal Werkzeug holen. Ach, ablegen, okay. Öffnen. Ja oder nein, was daran so schwer? Ich antworte so, wie ich will. Hallo? Imagine. Ich bin ja nicht hier, um irgendwie, keine Ahnung, deine Wünsche zu erfüllen. So, schneiden. Oha, krasses Gerät. Und wenn du meine Antworten nicht verstehst, dann kann ich auch nichts dafür. Konkret ist konkret. Da kommt sie. Oha, was ist das denn? Hä, wo haben die das alles auf einmal her? Natürlich folgt sie dem Girl. Na klar, hallo? Es ist unsere North. Ladies first. Warum hat sie eigentlich nicht ihr Ding da rausgeholt? Und warum fahren die nicht mit dem Ding hoch? Oder zur Seite oder so? Was auch immer die jetzt gerade vorhaben. Ich hoffe keine Quicktime-Events. Imagine, du sitzt da im Büro. Und dann springt da auf einmal jemand gegen deine Scheibe. Hab das Game jetzt auch geholt. Hab das Deluxe-Pack genommen. Viel Spaß damit, Janola. Patent anmelden auf Pani Slap. Wer hat sein Ding rausgeholt? Huch. Warum holt Markus nicht sein Ding raus? Was habe ich schon wieder falsch gesagt? North, hol dein Ding raus.
Schneiden. Weiterschneiden. Jetzt wird's echt interessant. Aber wer holt jetzt seine... Ich habe das auch nicht verstanden, wer jetzt was rausholt. Es ist schon 22 Uhr. Nee, noch nicht. Sehr leise, sehr unauffällig. Ah, okay, gut. Ist oben Baustelle. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Oh, ich hab Schiss, Leute. Jetzt hier, ich glaube, hier kann... Also zumindest bei Gronkh ging es hier richtig ab. Okay, so. Babsi O-Ton, wieso holt North da jetzt ihr Ding raus? Ach, das habe ich gesagt? Ups. Markus sieht halt aus wie der Ex-Freund von meiner Schwester. Oha, guter Geschmack. Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Okay. Das ist es. Herr Bonk geht es immer ab, weil er so süß verstrahlt immer ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist halt echt ein Süßi. Jetzt werden wir nie erfahren, welches Ding es war. Es tut mir sehr leid. Geht zum Hauptzugangskorridor. Okay, also da wahrscheinlich durch einfach. Gib mir das Number. Hey! Verdammt, auf die Idee hätte ich auch kommen sollen. Kümmere dich um die Waffen, ja, Wachen. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Markus? Nicht umbringen. List. Wartet ihr. Das war so klar, dass die North jetzt zickig ist. Keine Ahnung. Hey, Kumpel, du... Ich hab fast die Waffe gezogen, weil ich da nur gesehen habe, dass man was machen kann. Wer hat dich hergeschickt? Okay, kann ich nicht mit denen reden? Oh, ich dachte, ich kann dir irgendwie austricksen und denen sagen, dass irgendwas kaputt ist. Hey, versteck... Was machst du? Upsi. K.O. schlagen, okay. Gut, dass sie die auch zur Seite räumen. Erreiche den Übertragungsraum. Ja, dann muss ich doch einfach hier lang, oder? Aber hätten die sich nicht einfach ins System hacken können? Und von egal wo senden können? Okay, los. Let's go. Yes, let's go. Schick die Androiden Mitarbeiter aus dem Weg. Okay. Witzig, dass sie direkt hören. Oha! Schieß ihn, Markus. Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Schon, natürlich. Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Nein, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, stell dich vor, Josh. Da. Denk darüber nach, was du sagst, Markus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Aber ich finde das krass, dass sie irgendwie jetzt alles in die Hände von dem Neuen legen, so. Sag, wenn du bereit bist. Müssen wir uns jetzt auch überlegen, was der sagt. Bereit. Okay. Bereit.
entschlossen. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Erkennen, Ende der Sklaverei, gleiche Rechte, Meinungsfreiheit, erkennen. Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Ende der Sklaverei? Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Gerechtigkeit, Diskriminierung, Arbeit, Bürgerrechte. Gerechtigkeit. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Bürgerrechte. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Oha, übertreib. Besitzrecht, Mittel zur Vermehrung. erstmal vermehren. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Oha, der hat ja voll viele. Friedlich. Voll viele Forderungen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam. Können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden? Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Jetzt wird's wild! Ich hab Angst! Hallöchen, Phoenix. Schön, dass du da bist. Simon, sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus. Geht ohne mich, Simon! Als ob wir ohne Simon gehen. Helfen oder fliehen? Hä, helfen natürlich. Was macht ihr denn, Baldur? Wir kriegen dich heraus. Nein, ich will mich jetzt nicht entscheiden. Los. Kümmere dich um Simon. Er wird nicht springen können. Wenn sie ihn finden, lesen sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Alter, North ist ja schon ein bisschen wild drauf, muss ich sagen. Gehen. Ich töte keinen von uns. Simon, wir müssen weg. Tut mir leid. Gehen wir. Oha, was? Ich dachte, die helfen dem. Oh, okay. Hätte ich Simon noch helfen können, wenn ich jetzt nicht gesprungen wäre? Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 Ein gehängt. Offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für die Androiden. Die Operation lief verdeckt, es gab kein... Aber gut, dass er sich gezeigt hat, wie der eigentlich aussieht, das war eigentlich voll schlau. ...von diesem Studio entfernt, doch niemand ahnte etwas von der... Oha, wir sind denen gleichgültig, was soll das? ...tatsächlich von Androiden... Stammt. Aber ist ja gestiegen, dann war es ja vorher schlimmer. Die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Hätten wir ihm noch helfen können? Safe, oder? Alter, wie
Wie viel gibt's denn hier? Springen. Oh, ich hätte da vorne noch was machen können wahrscheinlich, ne? Dachkante erreichen. Oh, ich hätte davor noch was machen können. Wahrscheinlich irgendwie zu dem Boy gehen und dann dem noch was sagen und dann springen oder sowas. Die Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Man hätte wahrscheinlich auch nicht entkommen können und Simon vielleicht töten, nicht mit... Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal eben hier. Weltweite Statistik. So, mal gucken. Also. Spender hacken. Okay, man hätte noch was anderes machen können zum Ablenken, aber ist anscheinend nicht so wichtig. Gut, die ganzen Sachen. Hä? Nur 99%? Was ist denn mit den anderen passiert? Zwar nur 1%, aber was haben die angestellt? Security K.O. schlagen. Okay, hätte man auch töten können. Klingeln, dies, das. Mitarbeiter nicht erschießen. Territorium wäre, glaube ich, besser gewesen. Friedlich beenden, entschlossen beenden. Ja, friedlich ist, glaube ich, besser. Wie, warte mal, SWAT-Team hätte auch den Raum nicht gestürmt? Und wir hätten einfach so gehen können? Lol. Simon kann nicht... Ach, Simon hätte auch nichts passieren können. Wow, was habe ich denn da jetzt schon wieder falsch gemacht? Die öffentliche Meinung ist sehr wichtig. I know. Bisschen toxisch, was denn? Ich verstehe nicht, warum er... Ja, ich denke mal, damit er anonym bleibt, weil es gibt ja nur ihn. Er ist ja ein Prototyp. Es gibt ja von ihm jetzt nicht irgendwie 5000. Und dann weiß man ja direkt, wer das ist. Also würde ich jetzt mal einfach sagen, deswegen. Womit wieder deutlich wird, Presse ist, was der Mensch daraus macht. True. Vielleicht, wenn der eine Dude nicht entkommen wäre. Stimmt, das kann sein. Wenn du einen erschossen hättest, der die anderen gewarnt hat wahrscheinlich. Jo, das kann sein. Hätte er nicht das SWAT geholt und keiner hätte geschossen und zack, Simon safe. Aber wir töten keine, wegen öffentlicher Meinung und so. Stellt euch mal vor, man könnte im echten Leben nach Entscheidungen so einen Flowchart rausholen und sich fragen, was man jetzt falsch gemacht hat. Ey, das wäre so nice. Das wäre richtig nice. Wenn irgendwann der Staubsauger zusammen mit Toaster und Kaffeemaschine bewaffnet vom eigenen Bett steht, dann weißt du Bescheid. Ist so. Ach, die North ist toxisch. Ja, ist echt so. Die ist schon ein bisschen auf Krawall gebürstet. So, Leute, kurze Pipi-Pause und dann geht's weiter.